Welche Freude! Da kommen die Täubchen einfach zu mir zurückgeflogen und haben Zuwachs bekommen. Rechts war ein alter Bekannter. Was macht ihr hier? Wer sind diese Leute? Keine Sorge, ihr werdet noch Zeit haben, euch kennenzulernen. Auf dem Scheiterhaufen verbrennt sie alle. 5 Stück. Wir stellen uns mal dazwischen. Das stört mich weniger. Ich schieße lieber das ganze Feld und erledige seine Spießgesellen. Sind wohl doch ein paar mehr. Ein paar viel mehr. Einen zweiten Bogenschütz könnte ich gebrauchen. So. Ach. Greif ihn einfach an. Ihr werdet brennen. Komm noch ein paar. Nö. Hau mal zu. Mist. Wir klappen können. Wir machen die Bogenschützen gerade ein bisschen Sorgen. So. Naja, ein bisschen Schaden macht's auch. Na. Wollen wir noch mal sein lassen. Jetzt treffe ich ihn gar nicht. Hätte ja sein können. Ja, nee, ist klar. Kann ich gleich neu starten. Machen wir gleich einen Neustart. Hat keinen Sinn. Ich meine, Bogenschütze ist weg. Quatsch nicht so viel, lad schneller. Wir kennen den Text. So, mit dem Bogenschützen gehen wir diesmal dahin. Wow, gleich 20 Schaden beim Vorbeigehen. So.
Ihr werdet... So, und... Erster. Naja, geht ja noch. Einer von den beiden ist angezählt, der da. Und da mal anklopfen geht doch nicht. Wow. Klopfen wir bei dem an. Der ist auch erlegt. Der liegt schon wieder. Fünf. Und kriege ich den jetzt mal weg? Immer noch nicht. Ja! Reicht's langsam! So, kriege ich ihn langsam mal weg. Ja, 5 Schaden! 5 Schaden hat er gemacht. Respekt. Hast du noch was am Gürtel? Nein, hast du nicht. So. Hast du noch was im Gürtel? Ja, hast du noch. Nee, ist etwas. Und da hinten die 3. Und nochmal daneben. Nehmen wir ihn klein. Und nochmal. Na bitte. Hau mal zu. Doch nicht. Dann machst du das mal. Oder auch nicht. Doch geht. Haha. 6. Und 13.
10. Und der ist auch Geschichte. Ha. Geht doch. Hä? Junge, ich mach so Jagd jetzt auf dich da oben. Na bitte, ist, geht doch. Und jetzt stirbst du. Wie gerecht ist das? Leb wohl, Hundefreund. Ich danke euch. Was ist hier los? Warum wollte der Rechtsfahrer alle verbrennen? Der schlechte Mensch hat die neue Zeit nicht verstanden. Jetzt bricht sie ohne ihn an. Aha. Bist du verletzt? Schmerz ist unwichtig. Mhm. Die neue Zeit? Die große Umwälzung. Die Zeit der Umkehr. Du bist eine Aufständische. Ich gehöre zu den Guten. So wie ihr. Die Prophetin Salva wacht über uns. Ihr Wille hat euer Schwert geführt. Naja. Ich traue Wahrsagern nicht. Wer ist diese Prophetin? Sie gibt uns Halt und neue Aufgaben. Wir waren alle blind. Aber das ist Vergangenheit. Mhm. Salva? Hat sie zufällig spitze Ohren? Aber dann kennt ihr sie ja. Besucht sie im Gefängnis von Neta und lasst euch von ihr weisen. Sie sitzt im Gefängnis? Die Prophetin hält im Gefängnis Hof. Die neue Zeit kennt keine Kerker. Jeder ist frei. Na, ganz lasst klasse. Lasst euch weisen. Der goldene Gott beschütze euch. Bolzen, Antidot, Granatapfel. Hm. Alles nicht sehr schön. Aurelias Maske abnehmen. Danke. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr man unter diesem Ding schwitzt. Warum hast du ihr die Maske abgenommen? Wir hatten eine Abmachung. Wenn sie wollte, hätte sie uns längst töten können. Gelegenheiten gab es genug. Deine Vertrauensseligkeit in allen Ehren, aber... Aurelia, auch ins Bad ziehen. Ich sage ja, euch, sobald... Au! Was? Au! Au! Sag ihr, sie soll damit aufhören. Gewöhn dich lieber dran, Zwerg. Sie ist unverbesserlich. Wir können auf Aurelias Fähigkeiten nicht verzichten. Wir hätten den Schlüssel wegwerfen sollen. Du hast recht. Weg damit. Und weg mit der verfluchten Maske. Du bist ein ganz schöner Dickkopf. Ja, bin ich. So, bevor wir jetzt aber weiterreisen, erst nach Wobran. Ich muss mich heilen und regenerieren. Hoffe ich jedenfalls, dass es geht. Oha, ist nicht viel. Travia mit dir. Schädig zum Namen. Warum auch nicht? Da ist schon die halbe. Sie folgen alle der Prophetin von Neta. Sie haben die Geweihten auf das alte Schlachtfeld getrieben, um dort ihr Blut zu vergießen. Die Welt, wie wir sie kennen, geht zu Ende. Na, ganz klasse. Wo kriege ich jetzt einen Heiler her? Wo kriege ich einen Heiler her? Senior? Übernachten. Wenigstens das. Ihr werdet. Und hier kriege ich auch.
das. Ah, jetzt geht das wieder los. Na gut. Ich versuche jetzt mal mit zu leben. So. Oh. Oh. Wunderbar. Jetzt heilen wir sie noch. Ist doch klasse. So. Speichern wir. Speichern. 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 Okay. Und weiterspielen. Und dann geht's weiter nach Neta. Was war dein Plan mit Lysander? Wolltest du ihn töten? Oder hattest du gehofft, dass ich das für dich erledige? Ich weiß es nicht. Wie kannst du das nicht wissen? Für dich ist immer alles einfach, nicht wahr? Es ist nicht einfach. Dein Leben lang bist du überzeugt, das Richtige zu tun. Und dann würdest du ohne weiteres deinem Glauben abschwören, um ein paar Freunde zu retten? Ja, vermutlich nicht. Schwere Entscheidung, Scherzen, weitergehen. Wenn ein Gott eine solche Entscheidung verlangt, ist er vielleicht nicht der richtige Gott. Vielleicht. Zurück, Bauern! Totschlagen! Schlagt ihn tot! Tot allen Adligen! Das kostet euch den Kopf! Ach Gott, mein Gott, geht das schon wieder los hier? Der erste liegt. Super, jetzt kann ich hier wieder loslegen. So. Die haben eine ganz komische Aura, die Jungs. So, jetzt kommen wir hier mal ein bisschen. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Doch. Und der nächste. Ja, sie hält ja eigentlich einiges aus. Haben wir gelernt. Ja, wieso nicht? Ups, so viel hält sie doch nur noch wieder nicht aus. Und den nächsten. Und da mal anklopfen. Kann ich mit ihr auch wieder zurückgehen. Hat sich ja voll gelohnt, die Aktion. Den da. Boron mit dir. Und mit dir. Ey, was? Ah, nee. Oh, mit einem einzigen Schuss. Brauchen wir nicht so viele Pfeile opfern. Geht doch. Das ist Urias Werk. Die Propheten predigen das namenlose Flüstern. Das ganze Land stürzt ins Chaos. Wir müssen diese falsche Prophetin zum Schweigen bringen. Mal schauen, wer die Prophetin ist. Was gibt es? Sichel. Nichts nehmen.